ist denn das? Das. Dieses Ding ist richtig geil. Das ist so ein Lunch-Paket. Da wird alles reingeschmissen und das ist egal, auch wenn die irgendwo am Essen sind, gibt es kein Minus-Malus, dass sie ohne Tisch gegessen haben, weil es halt so ein kleines Doggy-Bag ist mit Futter. Ein sehr, sehr geiles Ding, was ich durch Zufall gefunden habe. Und es ist verdammt dunkel. Man sieht's, ich habe da so einen kleinen Mod installiert. So ein Dunkel-Mod. Dass die Dunkelheit wenigstens realistisch ist. Und man kann wirklich nichts sehen. Das ist der Wahnsinn. Ich muss sagen, läuft. Nur niemand befüllt die, oder wie? Und das erst priorisieren? Dass man die füllen muss? Wer ist denn dafür zuständig? Und jetzt? Ja, nee, dann muss ich das per Hand mal machen. Tja, und es werde Licht. Apropos Licht, haha, da sagt ihr was. Wir haben ja jetzt Strom. Da können wir ja eigentlich theoretisch... Völliger Plus. Die Dinger aufstellen. Moment, da muss ich mal... Oh Gott. Das ist falsch. Das ist richtig. Tap, tap, tap. Und was produziert er? 1000? Nur 1000? Okay, da ist der chemische natürlich ein Ticken besser, finde ich. Und hier wird weitergebaut. Perfekt! Nee. Fehlt was zum Bauen? Nee, da ist alles. Da ist alles. Ja. Gut. Hier sind Bienen. Toll. Und lass mich raten, die kann ich noch nicht. Produktion. Nein. Mist. Diverses, dann müssen wir doch eine Dings bauen. Erstmal. Was? Query-Plattform? Ah. Da kommen die ganzen Dinger von der Query. Oh, oh, oh. Oh, oh. Wer... Wie geil! Also das ist traurig, aber ich find's lustig. Muss mir vorstellen. So, die drei Verrückten kommen an, fangen hier an, was aufzubauen. Das Lama guckt sich das an und denkt sich, fuck, und kriegt erstmal einen Herzinfarkt. Wo kommen die denn her? Was machen die? Ah, geil. Und ich mach die erstmal weg. Sehr gut. Sehr geil. Ich dachte, jetzt wäre hier irgendein Raubtier oder so, was es gerade erlegt hat. Dann müsste ich aufpassen wegen meiner... wegen hier meine Hühner. Nicht, dass die von irgendeinem Fuchs gefressen werden oder so. Das wäre Kacke. Oh. Apropos Kacke.
Wir haben keinen Strom. So. Dann haben wir erstmal Energie. Hier ist ein befruchtetes Ei. Sollen wir das einfach so da liegen lassen? Ja. Das ist dieses Spektakel. Das sieht komisch aus. Daraus kann man Tee machen? Mhm. Regenbogenblüten. Kacke. Ja. Müssten wir mal testen, wie das ist. Aber weil es nicht befeuert ist, wer ist eigentlich dafür zuständig zum Befeuern? Warum tragt ihr das nicht hier rein? Warum wird hier nichts gemacht? Ach so. Ah, jetzt befüllt sie das. Ah. Und sie kocht Tee. So. Da bin ich mal gespannt. Nina? Trink mal den Tee, bitte. So, mal gucken, was sie kriegt. So. Warm. Es wärmt. Okay. Ja, für die kalten Wintertage kann man sich so einen schönen Tee reinziehen. So auch nicht. Wenig Nahrung. Ja, wir arbeiten dran. Yep, ich arbeite wirklich dran gerade. Gut. Tee können wir erstmal wegmachen. Man kann sagen, mach mal 20 Stück. Wenn du nur noch 2 hast, machst du weiter. Denn auch mal 20. Nicht für immer, bis du 20 hast. Und wenn du da bei vier bist, fängst du wieder neu an. Da auch bei 4. Oh, da muss ich nochmal nachgucken, dass ihr ja nicht die Eier nimmt. Ihr Schweine, ich kenne euch doch. Nicht, dass er hier das Ei wegnimmt, was befruchtet ist. Das wäre richtig kacke. Ne, alles safe. Okay, weitermachen. So, Essen wird produziert. Perfekt. Lecker Kebab. Fertigessen haben wir auch. Uns geht gerade das Stahl aus. Gut, aber ist kein Problem. Das ist kein Stahl. Schade, ich dachte, ich könnte denn hier. Das ist Silber. Dann mache ich das einfach mal, ne? Da kriegen wir ja auch ein bisschen Stahl raus. Gibt es davon eine Menge? Oh. A little bit.
Kieferwand. Imprimierter Stahl. Gibt's nicht Stahl mehr in meiner Nähe? Höchstens hier. Ah, Befehle. Da. Ach komm, hier, so, zack, macht mal weg. Ich glaube, Ingo ist der Bergbau ist. So, jetzt teste ich mal was. Blaupause erzeugen zwar. Nein. Geh weg. So, und zwar. Wo wussten die, dass ein Schlafraum ist? Jetzt könnte ich der theoretisch. Nice. Geilster Mod ever. Testen wir mal. Kacke. Ah, nein. Kann ich das rückgängig machen? Weil in der Wand ist ja Kacke. Also Mist. Aber so ungefähr läuft's. Das ist jetzt Kacke, da ich das Mist. Aber so ungefähr funktioniert's. Wäre cooler gewesen, wenn ich das davor gemacht hätte. Aber naja. Man kann ja nicht alles haben. So, ich bin fleißig am Kochen. Da ist ein gefriert. Das ist richtig kacke. Da habe ich nicht aufgepasst. Nahrung. Animal Feed. Ne, rohes Essen. Intrigienchen. Nein. Tierfutter. Befruchtete Eier raus. Das ist jetzt nicht so gut, denn wenn die Tiere draußen schlafen. Möbel. Ihr Schlafplatz. Bei Nina. Die drei Hühner. Und bald auch das Küken. Dann brauchen wir noch eine Zone. Kritisch und da kommen die ganzen befruchteten Eier hin. Der Kacke, wenn das Ei jetzt gefriert und einfach mal tot. Nein! Genau das. Was doch Kacke! Ja. Hätte ich mal, ne? Toll. Das ist doch hier. Ich kann kotzen, echt. So, der Platz muss auf jeden Fall, glaube ich, größer gemacht werden.
Oder warum ist da das Holz? Was ist nicht? Warum wird das nicht ins Lager getragen? Na, ob das nicht zusammenbricht, na, ich weiß nicht. So. Ich bin jetzt weiter, ich bin immer noch am Kochen. Ich bin mal gespannt, wann die das ins Lager tragen. Und das kann eigentlich weggetragen werden. Ah, das habe ich total vergessen. Und das. Wow. Moment, waren das nicht? Okay. Das waren die Bienendinger. Ist jetzt echt kacke. Hoffentlich treffen die Hühner sich wieder und machen ein neues Ei. Weil es wäre schade, wenn wir hier das hier keine Eierfabrik machen können. Ah, jetzt ist Platz und jetzt wird hier gesammelt. Sehr gut. Gucken wir mal. Forschung wäre jetzt nicht schlecht. Aber Problem ist, wenn ich hier unseren Forscher jetzt forschen lasse, dann haben wir nichts anderes da. Was Essen machen könnte, aber Essen haben wir jetzt eigentlich genug. Nähmaschine. 50 zu wenig Stahl. Information. Ah, mit Gruppen, okay. Dass man jetzt Gruppen machen kann. Auf jeden Fall müssen wir das hier ein bisschen größer machen. Damit wir hier noch ein paar Arbeitsstätten machen können. Dum, 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 dum. Und das Labor natürlich. Scheiß drauf, hier, zack. Wir haben's ja bald. Böden. Den Boden reinzimmern. Ah ja, genau, Lampen, das war ja. Ich wollte ja ein paar Lampen noch hier reinbauen. Weil es ist zu dunkel. Da, eine Stehlampe. Letzte Frage. Wer ist es neben dem Tisch? Und einfach dahin. Ach, ich kann die ja abbauen. Perfekt. Und ich mache hier die kleinen Handtaschen hier. Die netten Doggy Bags. Moment, was macht er mit dem Tee? Wirklich jetzt? Der hat den Tee.
Und ich glaube, den Bonus gibt es jetzt dadurch nicht mehr. Toll. So, das Forschungsding ist da. Wir brauchen denn unbedingt eine Person, die forscht. Aber erstmal gehen wir mal in die Forschung rein und gucken, was nehmen wir denn. Schwierig. Ich würde sagen, erstmal die Mikrotechnik. Dass wir hier hinten weiter hinkommen. Zu Schmelzofen und sowas. Nee, da ist ja der elektrische Schmelzer. Dann machen wir doch vielleicht die Schmelze zuerst. Weil durch die Schmelze können wir dann Eisen rausschmelzen. Das ist perfekt. Machen wir erstmal die elektrische Schmelze. Dann können wir die anderen Dinge mal durchgucken. Wir haben so viel zum Erkunden, zum Erforschen, wie ihr hier seht. Das ist, und das ist sehr wichtig. Dings Age. Dann haben wir hier Bienenzucht. Ah, genau, das hat uns gefehlt. Versteckte Leitung. Das ist ein Ticken wichtiger. Aber wir haben jetzt echt keinen, der hier forscht. Ah, das ist kacke. Dann müsste ich theoretisch Ingo sagen, er soll mal. Nee, das Management. Forschung. 6, 8. Ja, dann muss ich dich leider. Kacke. Mache ich dich auf 1. Liege auf 1. Dann kocht er erst und wenn er mit fertig mit Kochen ist, dann geht er in die Forschung. Der geht in die Forschung jetzt schon. Ach so, weil da kein Dings mehr ist. Aber ich würde mal sagen, das war es erstmal für die erste Folge. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich jetzt gerade aufgenommen habe, weil ich habe zurzeit nur einen Monitor, weil ich gerade nicht zu Hause bin. Dann würde ich mal sagen, ich werde ja jetzt sehr viel Spaß haben mit rumschnippeln und schneiden. Und oh, guck mal, die haben Sex. Läuft. Aber habe ich recht? Bedürfnis. Hatte Sex. Zweimal. Läuft bei den beiden, ne? So, aber das war's erstmal für die Aufnahme. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.